So, hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Und wir sind hier in einem besonderen Nebel irgendwie. Wir haben uns schon mal rüber teleportiert auf die Insel, wo wir hin müssen. Für die Quest. Stell die Diebe und hol Volgas Horn zurück. Hey, ist da jemand? Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel. Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Wergen gesehen, als... Aus dem Nichts! Einfach so! Das Feuer ging aus und der Wind legte sich plötzlich. So fing es an. Ich kam her, um Öl zu holen, ging vors Haus, sah nach oben, sah den Nebel und da tauchten die Geister auf. Sie stürzten sich auf mich! Bin zurück ins Haus, hab die Tür verriegelt und dann hab ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikyal! Mikyal! Ich sah hinaus. Da war diese große Gestalt. Von ihr ging so viel Kälte aus, dass die Fenster vereist sind. Ich kann versuchen, dir zu helfen, aber erst ein paar Fragen. Du kannst mich löchern, wenn du mich hier nur wegholst. Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen. Etwas hat sie hergelockt. Weißt du was? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts. Den Leuchtturm, meine Hütte, sonst nur Felsen. Sogar die Ertrunkenen wissen, dass es auf Eldberg nichts zu holen gibt. Diese große Erscheinung, erzähl mir darüber. Sie schien intelligenter zu sein als die anderen. Als wüsste sie alles. Ich war keine große Hilfe, oder? Ich habe sie nur einmal gesehen. Danach ist sie verschwunden. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Hier, das ist der Schlüssel für den Leuchtturm. Falls du einen Blick reinwerfen willst oder vor etwas fliehen musst. Ah, die Wahrscheinlichkeit, dass ich fliehen muss, ist eher gering. Also hoch zum Leuchtturm. Oh, die sind schon wieder da. Weiter hoch. Der Leuchtturm wird unser sein. Ja, hier sind schon mal Runen oder so da drauf. Das ist schon mal nichts Auffälliges. Mikael, das ist eigentlich schon meine Erinnerung. Fälle von Faröhn nach Achenbjörn. Du musst das Feuer im Leuchtturm löschen und alles dunkel lassen, bis wir das Zeichen mit der Fackel geben. Wir teilen die Beute wie immer. Wir erzählen von dem, was angespült wird. Sieh einer an. Der Leuchtturm hütet ein ziemlich dunkles Geheimnis. Ja, da gab es wohl ein Schiff, was irgendwo auf Grund gelaufen ist wohl, hä? Weil da jemand den Leuchtturm ausgemacht hat. Kann ich das Feuer wieder anmachen? Nee, scheint nicht so. Schade, dass du die Treppe nicht, also die Leiter mal nicht einfach so runtersliden kannst.
Symbole einer Bindung, Manifestationen bösen Willens, fokussiert, konzentriert. Es ist also ein Fluch. Ein Fluch, der die Geister hier hält. Ein Büßer? Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Wenn Mikya der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Aha, eine Escort-Mission also. Puh. Ach, du bist's. Hast du was rausgefunden? Die Insel wird von einem Büßer heimgesucht. Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten. Wie Schiffe zu den Felsen zu locken und die Wracks zu plündern. Streite es nicht ab. Ich habe den Brief gefunden. Langboote sinken ab und zu. Das ist das Meer. Das ist die Natur. Wenn sie in der Nähe der Insel sinken, ist die Fracht wenigstens nicht verloren. Darüber reden wir später. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Aber warum? Ich bin kein Krieger. Dachte ich mir. Aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort. Den kannst nur du brechen. Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden. Der Büßer ist unbezwingbar, solange die Insel im Dunkeln liegt. Ich kann nicht rausgehen. Er würde mich umbringen. Das spüre ich. Vielleicht könntest du. Ich begleite dich. Keine Ausreden. Hol dir das Öl, dann gehen wir. Bevor ich meine Meinung ändere. Sieh nur. Da! Das ist er! Ich sehe. Sei still und zünde das Feuer an. Vergiss nicht. Wenn du versagst, tötet der Büßer erst mich und dann dich. Beeil dich! Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Tja! Ja. Ich hab das falsche Zeichen. Ja, ist okay, ist okay. Da haben wir ja einen kleinen Fight hinter uns, ne? Hat es funktioniert? Ja, hat es. Aber das macht die Insel nicht sicherer, weil du noch da bist. Ein Leuchtturmwärter, der Schiffe auf die Felsen lockt. Eine Schande.
Ich habe einen Fehler gemacht. Das weiß ich jetzt. Ich schwöre bei Freya und allen Göttern, nie wieder. Dieses Versprechen hältst du besser. Wenn ich je von einem Schiff höre, das bei Eldberg auf Grund gelaufen ist, komme ich zurück und bring zu Ende, was der Büßer angefangen hat. Verstanden? Aber ich... Verstanden. Gut. Ist auch eine nice Mission an sich, ne? Das Dumme ist, dass ich schon wieder Missionen mache, die ich noch gar nicht machen möchte, so wirklich. Aber naja. Gut. Wir haben dich gewarnt, ne? Also, verscherz es dir lieber nicht. Was ist das denn? Ach, je. Na, das machen wir dann irgendwann mal. Das muss ja jetzt nicht sein. Hey, Plätze. Komm schon! Jetzt? Ach, herrje. Oh, da sind Banditen, glaube ich. Mach den fertig! Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Tja. Perlen vor der Küste. Bei den Leuten würde ich eher sagen, Perlen für die Säue, ey. Eieiei, wir verstricken uns immer in irgendwelche Missionen, während wir auf der Suche nach der eigentlichen Mission sind. Das ist das Lustigste dabei. Ach, fuck. Ja. Ich muss hier mal gerade aufs... Boah. Ich muss hier mal gerade meditieren. Weil ich da nämlich runtergefallen bin, Mensch. Ah, guck mal, da ist der Höhleneingang. Was? Schwimm schneller, Geraldi. Sollte hier gar nicht rein.
dann mal hier hoch. Geht doch. Oh, viel ist hier nicht zu holen an sich. Nö. Hier ist echt nicht viel zu holen. Ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen mehr hätte ich ja schon erwartet. Aber naja. Muss man jetzt so hinnehmen. Guck mal, da haben wir doch was. Als erforscht gilt, weiß ich allerdings nicht. Ah, die sind halt alle vom Level her mir zu niedrig. Ansonsten wären sie wahrscheinlich besser. Irgendwelche letzten Worte? Versprochen, der Kopf sollte eigentlich nicht abfliegen. Bald bist du dran, keine Und wer will mich töten? Hm? Wer möchte mich töten von euch? So, jetzt sind wir bei der Mission, die wir eigentlich haben wollten, ne? Ja. Mann, oh Mann, hier sind aber echt viele Schiffe gestrandet. Hallo, Meister Hexer, hier drüben. Das gibt's jetzt nicht. Besiegt 6 Leute und stirbt dann elendig, weil er über die Brücke nicht springen konnte. Peinlich ist das. Peinlich. Gut, dass du da bist. Wie sieht's aus? Hilfst du dem alten Midas bei der Suche nach der schwarzen Perle für seine Frau? Ich will's hinter mich bringen. Die Feuchtigkeit ist schlecht für meine Knochen. Brechen wir auf. Deinen Knochen wird es nicht gefallen, aber an Land finden wir keine Perlen. Stimmt. Aber ich habe im Krieg Schlimmeres überlebt. Bei Rossrock haben wir bis zur Hüfte im Schlamm gekämpft und... ist auch egal. Die Geschichte bedeutet der Jugend nichts mehr. Komm, die Perlengründe sind nicht weit. Das ist übrigens immer eine gute Idee. Für einen Mann deines Alters ist dein Gang ziemlich flott.
Du hättest mich früher sehen sollen. Wir sind da. Wenn man hier taucht, soll man überall Austernbeete sehen können. Das Problem ist nur, dass nicht alle Perlen enthalten. Und die schwarzen sind selten. Aber wenn du lange genug suchst, findest du eine. Ach, ich soll das Tauchen übernehmen? Nun, ich war mein Leben lang bei der Infanterie. Das Wasser ist nicht mein Element. Und meine Lungen sind auch nicht mehr so kräftig. Also, ja. Der Kunde hat immer recht. Warte mal, ich hab doch gesagt ja. Da draußen also, ja? Luft holen. Kann ich denn jetzt nochmal Bolzen abschießen? Geht doch. Einfach Leertaste drücken. Hallo? Über Wasser bleiben? Danke. Nichts wie zurück ans Land. Jetzt muss ich dem mal wahrscheinlich gerade helfen. Kann der Typ eigentlich irgendwas? Verdammt, das Spritzen muss sie angelockt haben. Alles in Ordnung? Bin an einigen Stellen verletzt. Aber wenn ich Sodden überlebt habe, überlebe ich auch das. Hattest du Glück? Eine schwarze Perle, wie gewünscht. Wunderschön. Selten, wie meine Letter. Nun, wie Marschall Nathalie sagen würde, du hast dir eine Medaille verdient. Oder eine Woche im Bordell. Münzen reichen mir vollkommen. Oh, ja. Hör zu, es ist mir schrecklich peinlich, aber... Oh, wei. Nun, ich habe keine Münzen dabei.
Versuch nicht, mich zu hintergehen. Um mir den Zorn eines Hexers zuzuziehen? Ich bin alt, aber nicht dumm. Wir treffen uns in Novigrad. Ich bezahle dich bis auf den letzten Heller. Fußsoldaten, Ehrenwort. Ja, ja. So. Trief Nidas im goldenen Stör. So, dann machen wir das hier mal gerade weiter. Das ist eigentlich eine hübsche Gegend hier, ne? Ach, guck an! Du kannst ja doch über Abgründe springen, ja? Du musst nicht immer überall drauf gehen. Ach ja, aber bis dahin laufe ich jetzt nicht zu Fuß. Das ist euch schon klar, ja? So leicht nicht, meine Süßen. So leicht nicht. Ja, komm her. Komm schon. Ich hab dir die Flügel gestutzt. Mal auf, I. Ah, da kann man noch gut an Land. Sobald wir sowas sehen wie einen Weg, dann können wir eigentlich auch mit Plötze gleich weiter. So, hier, das ist ein Weg. Ja, dann Plötze. Komm hinzu. Ja, spring in den Abgrund, Geralt. So, wo ist denn jetzt hier? Ach, einfach dem Weg folgen. Verdammt, bist du hässlich. Haben sie dich schwer verletzt? Mir geht es gut. Denen habe ich's gezeigt, was? Ja. Hast du hier schon mal Sirenen gesehen? Ja, klar. Sie kommen von Undvik, der götterverfluchten Insel. Verdammte Bestien. Doch genug geschwatzt. Mein Bruder wartet. Danke für deine Hilfe, Fremder. Mögen deine Götter dir Gesundheit schenken. Gerne doch. Ich zum nächsten Dorf. Genau zu diesem Dorf. Beim nächsten Raubzug gehe ich mit. Mit wem passt dann auf die Schafe auf? Jemand, der da. Ja. So, ja. Ah, muss natürlich genau in der Mitte sein, ne? Aber von unten war, glaube ich, besser dahin zu kommen.
das ist schön. Das nennst du laufen? Oh, versuch nicht dich anzugeben, ehrlich. Ich habe etwa 500.000 Monster mehr getötet als du. Hier, kannst du meinen Schrott mal sehen. Handeln wir ein wenig. Dieser Händler hat überhaupt kein Gold. Oh. Leb wohl. Bis dann. Wie kann der sich denn Händler nennen? Gegen Sirenen kämpfen macht relativ viel Spaß, ne? Weil du musst hier nur runterhauen und dann sind die gefahrlos zu hitten. Was kochst du da? Eigentlich wollte ich dich überraschen, aber grüß dich, Reisender. Oh, ich hab dein gestohlenes Horn. Hier ist dein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade. Das waren keine bösen Männer. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Oh weh. Yeah, Erfahrungspunkte 1. So, da oben war, glaube ich, wenn ich das richtige in Erinnerung habe, noch ein Rüstungs- und Waffenschmied. Dem können wir vielleicht noch ein paar Sachen verkaufen, weil ich will nicht mit so viel Gepäck andauernd rumrennen. Oh, wunderschön, der Sonnenuntergang. Die God Rays wieder, die mir echt immer so am liebsten gefallen bei den ganzen Spielen, weil die so gut umgesetzt sind. Ah, wusste ich's doch. Siehst du, da sind beide. Rüstungsschmied suchst und du was Bestimmtes? Ja. Zeig mir, was du hast. Hallo. So. Ja. So. Okay. So, du hast ja sowieso nichts Besonderes. Ne? Ne, hast du nicht. Dann war's das erstmal. Wiedersehen. Gut. Dann, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, dann geht's weiter.